So, Leute, ich habe was für mich ziemlich Geiles heute für euch. Ihr seht es am Titel schon, es ist ein Opening eines Theme Decks von 2005. Das ist 15 Jahre her und die standen bei mir ganz frisch im Laden. Da habe ich schon Magic gespielt. Und ja, 12 Euro. Ja, war damals echt, hat sich nicht viel geändert vom Preis her. Zumindest nicht von diesen Starter-Decks. Da war hier tatsächlich noch so ein Stempel drauf mit Profis, Experte, Anfänger und so weiter. Das ist ganz cool. Was ihr bei denen seht, ja, sieht man. Ja, und das ist mir in die Hände gefallen. Und deshalb packen wir dieses doch sehr alte Zeug mal aus. Ich traue mich fast gar nicht. Ey, das ist für mich schon so lange her. Man fühlt das auch an der Verpackung. Es ist so lange her. Das ist für mich so gerade so ein... Es ist halt kein Ultra-Vintage-Zeug. Sowas halt wie Apokalypse oder ähnliches. Aber für mich ist das halt meine Hochzeit des Casual Magic-Spielens. So, was haben wir da drin? Mehr Plastik. Wir packen das Geisterflamme-Deck aus, by the way, von Retter von Kamigawa. Ja, paar Jahre beiseite. Geisterflamme, Retter. Boah, da sind ja... Stimmt, früher war ja immer ein Foil Basic vorne drin. Das ist ein Forest Bones. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was in diesen Decks drin ist. Und besonders nicht bei den Retter von Kamigawa. Das Set war halt so unbeliebt und auch so powerful schlecht und nur für seine Themes irgendwie gut, dass ich mir das halt überhaupt nicht angetan habe. Oh mein Gott. Eine Sache, die ich schon ewig nie getan habe. Oh, dieser Geruch von den Karten. Oh mein Gott. Ah. Ja. Retter von Kamigawa. Die Hintergrundgeschichte mit dem Ding, das genommen wurde. Die Fähigkeiten mit Weisheit. Okay. Blutzoll. Wegfegen. Episch. Das sind anscheinend die Fähigkeiten, die es so gibt. Da ist die Deckliste. Gucken wir uns gleich mal an, wie man das Deck spielt. Hast du Fragen? Hasbro Deutschland. Könnt ihr bei der Nummer anrufen. Da steht echt eine Telefonnummer. Wow. Ursprünglich Magic and Richard dafür. Das, ich weiß gar nicht, ob das so überhaupt noch da drin ist. Ich habe ewig keine von diesen Starter-Decks mehr aufgemacht. Aber dass da wirklich dran steht mit... Die sind in Soest. Okay, angeblich Hasbro Deutschland in Soest. Ja, keine Ahnung, ob das noch alles aktuell ist. Wenn das einer von euch weiß, sagt mir das mal. So, dann haben wir unseren Forest. Richtig hübsch. Kaum Curling drin. Für so eine alte Karte. Echt gut. Gerade aus der Zeit curlen die leider sehr schnell. Dann Gebirge. Oh mein Gott, wie hübsch die auch einfach sind. Ist das das Landscape-Gebirge? Ja. Das ist das Landscape-Gebirge. Kriege ich das zusammen? Ich kann das mal probieren, ob ich das zusammenkriege. Es läuft, glaube ich, wirklich auf das hier hinaus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ah, schwierig wegen dem Licht. Das hat so einen kompletten Landscape drin. Ich weiß auch nicht, ob das hier weitergeht. Ich gucke das mal. Geht das hier weiter? Das sieht nicht so aus. Oder? Doch. Auf jeden Fall wunderhübsche Gebirge. Dann Forest. Die finde ich aus dem Set richtig, aus Kamigawa richtig hässlich. Einfach nur, weil ich diese Eier von den Oroshis richtig daneben finde. Hoffe ich viele auch. Eine Menge Basics. Keine irgendwelchen Sonderländer, sondern nur Basics. So, dann haben wir einen Frostling. Ein Mana 1-1, opfert man und fügt einer Kreatur einen Schadenspunkt zu. Das ist wie ein Mock Fanatic, nur cooler. Funkenfänger, ein Mana Eile und am Ende des Zuges geht er auf die Hand zurück. Okay, ein Mana 1-1 Eile. Geisterlicht Plünderer, 3 Mana 2-1, für 3 Mana tappen, fügt deiner Kreatur 2 Schaden zu. Blutzoll, den kann ich für 4 Mana aus der Hand abwerfen, um 4 Schaden zuzufügen. Auch nicht schlecht. Zweimal drin. Unser erste Rare. Yvari, die erflammte Erde. Oh,
Gott, diese Namen. 5 Mana 3-3 für ein rotes und X tappen, fügt dir eine nicht fliegende Kreatur X Schaden zu. Okay. Und für Blutzoll 3 rote und X fügt dir allen nicht fliegenden Kreaturen einen Schaden, X Schaden zu. Nicht bad, nicht bad. Oh mein Gott. Hanakami, 1 Mana 1-1 mit 200 Kaninen opfern, um einen Arkanzauber aus dem Friedhof auf die Hand zu nehmen. Die kenne ich auch noch. Versprochene Kanushi, 1 Mana 1-1 mit Seelenwanderung 7. Das bedeutet, wenn die stirbt, kann man seinen Friedhof nach einer Geisterkarte durchsuchen und die aus mit 7 oder weniger von Mana kosten und die auf die Hand nehmen. Davon haben wir hoffentlich mehrere drin, jawohl. Ja. Dann ein Blütenmähnen-Kavu. 2 Mana 1-2. Immer wenn man einen Geist oder einen Arkan-Zauber spielt, kriegt er eine Keymarke. 1 Mana, entferne X Keymarken, man kriegt X Mana. Guter Mana-Ramp. Wirklich guter Mana-Ramp. Oh, Schienen des Urschreis. 2 Mana 1-2. Alle Kreaturen, die diese Kreatur blocken können, tun dies. Für 4 Mana kann man den abwerfen und eine Kreatur eurer Wahl bekommt diesen Lure-Effekt. Ein älteste Föhre Yukais. Was um eine Föhre ist. 3 Mana 2-1. Immer wenn ein Geist oder ein Arkan Zauber spielt, deckt man die obersten drei Karten seinem Deck auf, nimmt alle Länder von auf die Hand und den Rest legt man im Legal einfach unter das Deck. Mit Seelenwanderung 2. Davon haben wir 2. Geisterlichternährer. Okay, 3 Mana 2-1. Für 3 Mana tappen gibt eine Kreatur plus 2 plus 2. Für 4 Mana kann man diese Karte dann abwerfen, eine Kreatur plus 4 plus 4 zu geben. Das kommt mir eben bekannt vor. Gradpropfer. Okay, 4 Mana 2-2. Man kann ihn opfern, um eine Kreatur plus 2 plus 2 zu geben mit Seelenwanderung 3. Das ist nicht schlecht. Kami der gehüteten Gärten. 4 Mana 4-4. Man kann den opfern, man muss den opfern, wenn man nicht ein grünes bezahlt. Und er hat Seelenwanderung 3. Oh, gar nicht mal so bad. Vor allem für nicht legendäre. Ehrwürdiger Kumo. 5 Mana 2-3, kann blocken, als aber Flugfähigkeit hätte. Also hat er Reach. Und der Seelenwanderung 4. Ich muss mal ganz kurz die Hand wechseln. Dann Arashi, der Himmelssteiler. Himmelssteiler. Der Himmelssteiler. Das ist natürlich genau der Name, den wir haben wollten. 5 Mana 5-5. Für ein grünes und X fügt er einer fliegenden Kreatur X Schaden zu. Für 2 grüne und X fügt er allen fliegenden Kreaturen X Schaden zu. Ja, okay, das ist halt dieselbe Rare, non-fliegend und fliegend. 5 Mana 3-3 ist das Dornengeflecht-Kami. Und immer wenn ein Geist oder ein Arkan-Zauber spielt, kriegt irgendeine Kreatur eine 2-1-Marke. Die ist ziemlich mächtig. Gabelzweig Garami. 5 Mana 4-4, Seelenwanderung 4, Seelenwanderung 4. Das ist mächtig. Man kriegt einfach zwei Karten wieder. Das ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Erdrückender Schmerz. 2 Mana Spontanzauber. Der erdrückende Schmerz fügt einer Kreatur, die diesen Zug bereits Schaden bekommen hat, 6 Schaden zu. Not bad. Not bad. Gletscherstrahl. 2 Mana fügt er 2 Schaden zu mit Arkane Kopplung. Das bedeutet, man kann den auf einen Arkanzauber nochmal draufspielen. Davon haben wir ein. Geil. Verschlingender Zorn. 5 Mana Spontanzauber Arkan. Als zusätzliche Kosten kann man beliebig viele Geister opfern. Eine Kreatur kriegt plus 3 plus 0 bis zum Ende des Zuges und für jeder auf diese Weise geopferten Geist nochmal plus 3 plus 0. Die ist ziemlich gut. Man greift halt an, eine Kreatur kommt durch, man gewinnt. Macht des Kodamas. Ein grünes Mana kriegt plus 2 plus 2 mit Arkane Kopplung. Innere Ruhe, äußere Stärke. 3 Mana Spontanzauber, eine Kreatur kriegt plus 6 plus 6, wobei X die Anzahl an Handkarten ist. Nicht bad. Auch nicht bad. Ungehemmtes Wachstum. 3 Mana. Eine Kreatur eurer Wahl kriegt plus 4 plus 4. Wenn es ein Geist ist, kriegt sie auch noch Trampelschaden. Und dann haben wir noch zerreißende Ranken. 3 Mana Spontanzauber Arkan. Man zerstört ein Artefakt oder eine Verzauberung mit Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Handkarten, die man hat, und zieht dann eine Karte. Und unsere letzte Karte. Stärke der Zedern. 5 Mana Spontanzauber eine Kreatur kriegt plus X plus X. Über X die Anzahl Länder ist, die man kontrolliert. Eine Menge Einmal-Sachen drin, eine Menge Zweimal-Sachen drin, eine Karte, glaube ich, dreimal. Das war's. Das ist für mich Vergangenheit. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich mag das. Ja, das Set selber war sehr unbeliebt. Deshalb glaube ich auch nicht, dass dieses Video beliebt wird. Wenn doch, könnt ihr dem Video natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ansonsten in den Kommentaren könnt ihr mir schreiben, habt ihr Retter von Kamigawa schon mal gespielt? Wie fand ihr das?
Und wenn nicht, was war für euch das schwächste Set, was ihr bisher hatten? Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Ablexit. Ciao, ciao.